Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, ich begrüße euch zum heutigen Überblick über den Lagebericht, also den Tagesreport, über die vom RKI zur Verfügung gestellten Daten. Wir schauen einmal rein. Einmal haben wir hier die 9146 gemeldeten sogenannten neuen Infektionen, die wir ja schon in den aktuellen Zahlen auseinandergenommen haben. 300 Verstorbene. Die Gesamtinzidenz liegt bei 65, also 0,065%. Die Altersgruppe 60 bis 49 liegt bei 42 und die Altersgruppe 80 plus bei 48. Wir haben gestern knapp 184.000 erste Impfungen verteilt und geht Richtung 54.000 zweite Impfungen. Erste Impfungen insgesamt 5,5 Millionen, 2,6 Millionen zweite Impfungen, 2736 Personen in intensivmedizinischer Behandlung, 54 der 300 sind gestern auf den Intensivstationen verstorben. Wir gucken einmal ein bisschen weiter runter auf die Landkreiskarte. Da sehen wir also, dass der Stadtkreis Hof mit 153 Meldungen der einzige Landkreis ist, der über 300 in der Inzidenz liegt. Oder 0,33%. So, bei den Verstorbenen sind wir bei 87,2 angekommen, also 0,08%. Und ja, hier haben wir die Grafik. Hier sehen wir, Thüringen ist weiterhin Spitzenreiter in der Inzidenz. Da müssen wir mal genauer hingucken, wo das herrührt. In den Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen haben wir von den dort betreuten und untergebrachten Personen 25.129 Meldesätze erhalten, 75% sind 60 und älter, 68% waren hospitalisiert und die 4.292 Verstorbenen in diesem Bereich machen 17% aus. In den Einrichtungen rund ums Kind sind wir bei 61.891 Meldungen. 630 Hospitalisierungen machen hier 1% und 2 Verstorbene. In den Pflegeeinrichtungen und anderen Unterkünften zur Sammelunterbringung sind wir bei 117.111 Meldesätzen angekommen, 81% 60 und älter, 16% hospitalisiert und die 20.763 Verstorbenen hier machen 18% aus. Bei den Angestellten haben wir im Bereich der medizinischen Versorgung 73.607 Meldesätze erhalten. 8% sind hier 60 und älter. 2.127 Hospitalisierungen macht hier eine 3%ige Quote und 71 Verstorbene. In den Einrichtungen rund ums Kind 32.212 Meldesätze, 8% 60 und älter. Und die 652 Hospitalisierungen machen hier 2% aus. 26 Verstorbene. In den Pflegeeinrichtungen und anderen Sammelunterkünften haben wir 56.895 Meldesätze, 12% 60 und älter. Die 1.375 Hospitalisierungen machen hier 2% aus und 158 Verstorbene. Der 4-Tage-R-Wert liegt bei 0,87, der 7-Tage-R-Wert bei 0,96. Hier sehen wir auch schön, dass das Now-Casting bis in den Februar zurückreicht. Im Generellen sehen wir aber auch, dass das Nowcasting seit Anfang des Jahres rückläufig ist im Großen und Ganzen. Die 1280 Kliniken haben 24.214 Intensivbetten gemeldet, 85% belegt. Die 3.681 machen hier 15% frei, zuzüglich über 10.000 in der 7-Tage-Notfallreserve. Das verändert natürlich auch nochmal die theoretische Auslastung. 56% invasiv beatmet oder 1572 Patienten. 135, wie gesagt, von den... Moment. Seite 9. Seht ihr das? 54 hier oben ausgewiesen. Und jetzt gehen wir nochmal auf Seite 9. Hier sind es kurioserweise 135. Also irgendwie... Also diese, Leute, das ist doch nicht mehr normal. So, wir gucken mal. Also, in der Kalenderwoche 9, 1,1 Millionen Testungen durchgeführt. 70.991 davon positiv.
Wir reden hier über PCR-Testungen und Gesamtpositive, weil wir haben ja Schnelltests, die positiv anschlagen und dann halt nachuntersucht werden. Die PCR-Positivquote liegt bei 6,24%. Wenn wir jetzt hier die Schnelltests mit reinrechnen würden, wären wir bei irgendwas mit unter 0%. Bin ich mir ziemlich sicher, meine Lieben. So. Theoretische Kapazität 354.305 PCR-Testungen am Tag. Alle 179 übermittelnden Labore machten Angaben zu ihren Arbeitstagen pro Woche. Zwischen 4 und 7 Arbeitstage. Kapazität, wo war das hier mit dem Median? Hier. Die Abfrage zwischen 2 und 65 Arbeitstagen für die Bearbeitung der Testungen. Im Median 9 Tage. Das heißt, wir können schon mal ausgehen, dass im Median die gemeldeten Zahlen des Tages schon eine Woche alt sind. So, hier sehen wir, dass die Positivquote ganz leicht im Vergleich zur Vorwoche gestiegen ist. Die Betonung liegt auf leicht. So. Das RKI hat in der Kalenderwoche 9 408.000 Arztbesuche geschätzt, aufgrund einer akuten Atemwegserkrankung bzw. Symptomatik. So. Hier haben wir den Probenrückstau aus der Kalenderwoche 9, 3.525 Proben. 10 Labore haben Lieferschwierigkeiten, Verbrauchsmaterialien ranzukriegen. Hier haben wir die laborbasierte Surveillance SARS-CoV-2. Also das Labor. Ist auch wieder interessant. Also, derzeit 73 Laboren sind 1,1 Millionen, 5,8%. Der 19 Millionen übermittelten Testergebnisse positiv aus SARS-CoV-2 getestet worden. Hier haben wir, ja, hier sehen wir, dass wir wieder ein bisschen weiter runtergegangen sind von den Testungen her. So, Bayern ist noch sehr stark am Testen, Baden-Württemberg ist relativ stark am Testen, Nordrhein-Westfalen ist sehr stark auch am Testen, in den anderen Bundesländern verhältnismäßig wenige. So, insgesamt können also pro Tag 208.000 Impfungen theoretisch verabreicht werden. 5,5 Millionen die erste, 2,6 Millionen die zweite Impfung. Also 2,6 Millionen abgeschlossene Impfvorgänge in der ersten Welle. Diese 8,1 Millionen suggerieren natürlich, dass wir wesentlich mehr Leute geimpft hätten. Auch hier sehen wir wieder das Spiel mit den entsprechenden Zahlen. 32% haben diesen im Bundesdurchschnitt die zweite. Moderna, AstraZeneca, okay. Die STIKO. Also wir haben bei medizinischem Pflegepersonal berufliche Indikationen 3,6 Millionen Erst- und Zweitimpfungen insgesamt. Bei Personen Impfindikation nach Alter 80 und älter 3,5 Millionen. Also in der Vorwoche war die mit beruflicher Indikation am höchsten. Okay. Also hier sind immer so verschiedene Sachen, die man wirklich durchgucken muss. Berlin hat bei den über 80-Jährigen 47% mit zwei Impfungen versorgt. Weniger als 40% der, okay, also in anderen Bundesländern teilweise weniger als 40% der Bevölkerung einmal und weniger als 20% vollständig geimpft. Das ist natürlich interessant. So, jetzt gucken wir mal hier. Also die Impfquote haben wir, ja, das sind jetzt die einzelnen Bundesländer. Wenn wir zum Beispiel gucken, 40%. 14% die Zweitimpfungen, okay. Das ist jetzt ab 80, okay, das ist ja interessant. Also, Baden-Württemberg müssen wir im Auge behalten, meine Lieben. Bayern müssen wir im Auge behalten. Dann kommt Nordrhein-Westfalen, Nordrhein-Westfalen Region Lippe, warum auch immer das unterschieden wird.
und Niedersachsen. Das sind die mit den höchsten Anteilen an Personen 80 plus, die geimpft sind. Hier schätzt das RKI mal wieder, den Satz kopiert zu haben. Aufgrund der anhaltend hohen Fallzahlen die Gefährdung für die Bevölkerung sehr groß ein. Ja, meine Lieben, was soll man dazu noch sagen? Die kennen allen anscheinend nach ihrer eigenen Zahlen nicht. Sie kopieren Sätze, sie schätzen sehr viel. Das ist echt interessant, wie oft in den ganzen Sachen der Wortlaut geschätzt oder Schätzung auftaucht. Im Groben haben wir jetzt einen Überblick über die Impfungen bekommen. Jetzt muss ich gerade überlegen, morgen müsste... Gucken wir mal gerade rein, was morgen veröffentlicht wird. Genau, morgen kommt die Surveillance, die Notaufnahmen und die Datenspende-App. In dem Sinne bedanke ich mich jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit. Ich bin heute auch wieder live. Das wird sich wahrscheinlich mit der Veröffentlichung dieses Videos hier überschneiden. Ist aber nicht ganz so schlimm. In dem Sinne, meine lieben Menschen, weigert euch Feinde zu sein, macht euch die Quellen selbst zugänglich und schaut sie euch auch selbst an. Euer Mike.